Viele deutsche Gäste kommen nur für ein paar Tage und wohnen in Hotels. Es gibt aber auch auf Mallorca bereits viele Deutsche, die hier dauerhaft leben. Um die Häuser der Einwanderer kümmert sich Willi Heinemann. Ich heiße Willi und ich mache Hausservice hier auf Mallorca. Und es gibt keinen Tag, den ich bereut habe. Nicht einen Tag. Seit 25 Jahren lebt er auf der Insel. Hausservice, in Deutschland kann man sich das gar nicht so vorstellen. Das ist ja, man vertraut jemandem etwas an. Das ist was anderes wie Hausmeister. Also ich sehe mich nicht als Hausmeister. Oder das, was wir machen, ist für mich kein Hausmeisterjob. Das ist viel, viel umfassender. Ja? Also man hat ja die volle Verantwortung für das Eigentum anderer Leute. Ja? Und dem muss man sich bewusst sein. Willi Heinemann macht rund ums Haus alles, egal was der Kunde wünscht. Er kann mit seinem Hausservice immer weiterhelfen. Heute geht er zu einer Finca an der Costa den Blanes, im Südwesten der Insel. Es war auch die Idee von Anfang an, also nicht irgendwo hinzugehen und Leute zu kurzfristig zu engagieren, die irgendwelche Reparaturen machen, sondern diese Reparaturen selber mit eigenen Leuten auszuführen. Ja. Weil nur so hast du die Möglichkeit, tatsächlich gut zu arbeiten, so zu arbeiten, wie du das gerne möchtest. Willi Heinemann arbeitet gemeinsam mit seinem Sohn Paul. Der Eigentümer sagte mir, dass das Verhältnis vom Überlauf nicht stimmt. Also die Menge Wasser, die reinkommt, ist zu viel, als was abgepumpt wird. Das müssen wir jetzt nochmal anders einstellen. Ich sehe von hier aus schon, dass der Wasserstand im Überlauf ein bisschen hoch ist. Ne? Also das müssen wir nochmal nachkorrigieren. So, gehen wir jetzt einfach mal runter. Willi Heinemann zog 1998 nach Mallorca. Er hat 4 Kinder. Sohn Paul arbeitet bereits seit 2 Jahren für ihn. Paul? Papa? Hast du schon umgestellt? Hast du schon aufgemacht, ne? Ja, hast du frei gemacht, die Dinger, ne? Ist frei. Ja. Okay. Die Decke soll ab. Ja, die Kleber runter. Die hier? Wie hoch war der Wasserstand? Der war ziemlich hoch, ne? 1 Zentimeter. Unter der Kante? Also eine Fliese, sagen wir es mal so. Ja, dann mach bitte die Griffos ein bisschen auf. Okay. Ganz kleines bisschen auf beiden Seiten, ja? Ja, hier gibt es aber so ein Wirbel. Ja, weil du jetzt alles draußen hast, ne? Also Deckel soll wieder rauf? Ja, mach den Deckel wieder drauf. Korb rein, Deckel wieder drauf. Die Kunden von Willi Heinemann schätzen sein Wissen. Von Pools über Gartenpflege bis hin zur Schimmelpilzbekämpfung. Er ist immer der richtige Ansprechpartner für alle Probleme. Die Bewohner sind zwar zu Hause, möchten aber nicht gefilmt werden. Paul macht jetzt den Deckel wieder drauf, hat alles sauber gemacht und macht jetzt den Deckel wieder drauf. Er meint, also im Moment ist der Ablauf gut. Also es geht schon fast zu viel raus, oder? Ja. Was meinst du? Ist relativ gut. Mit dem Deckel geht das viel besser. Jetzt ist es okay? Ja. Okay, dann lassen wir das auch so. Auf der anderen Seite ist das auch offen, oder? Da gucken wir jetzt auch noch mal nach, ob auf der anderen Seite das offen ist. Vielleicht reicht das schon. Wir gucken dann nächste Tage noch mal, so nach einer Woche, ob das langsam wieder ansteigt und justieren nach. Also dem Eigentümer habe ich das schon gesagt, der weiß Bescheid. Also wenn mehrere Leute hier schwimmen, muss das nachjustiert werden. Ne? Das sind so 2 Hebel, die eingestellt werden können. Wir haben hier Pinien, jede Menge Pinien. Und die Pinien geben im Frühjahr Pollen ab, gelbe Pollen und auch die Umhüllung. Ja, dann ist der Pool voll mit diesen Sachen. Also das ist dann nicht so ganz einfach, den wieder sauber zu machen. Ich habe jetzt gerade hier die Skimmer sauber gemacht. Die Skimmer, das sind so Netze und die fangen die ganzen Piniennadeln auf. Damit, wenn da zu viel kommt, dann kann kein Wasser mehr durchfließen und es muss immer sauber gemacht werden. Man macht immer erstmal den Skimmer, dann saugt man den Boden ab und man geht einmal mit dem Kärcher oben rüber mit so einem Netz. Dann nimmt man noch
alle restlichen Blätter weg. Neben der Reinigung des Pools ist Paul Heinemann auch für die Kontrolle des pH-Werts im Wasser verantwortlich. Also hier passiert Folgendes. Und zwar beim Pool, um dass er schön blau ist, musst du immer wissen, was für einen pH-Wert der hat. Und der Chlorstand ist auch wichtig, weil sonst brennt es zu sehr an den Augen. Das heißt, du misst das jetzt? Ich mache jetzt mal so einen Test. Wie funktioniert der? Folgend. Nimmst einen Behälter, füllst den auf bis zu 10 Milliliter, steckst den so ins Wasser rein, dass da jetzt kein Wasser reingeht. Machst deine Hand schön tief rein. Lässt jetzt einmal das restliche Wasser noch raus. Daran kann man messen, wie viel pH-Wert oder was für ein pH-Wert dort drin ist. Test. Und der pH-Wert sollte zwischen 7,2 und 7,4 sein. Wir haben jetzt gerade 7,53. Ist das ein Problem? Nein, ist nicht sehr schlimm. Der Pool, der ist noch blau. Man kann da Produkte reinmachen, um dass der pH-Wert ein bisschen senkt. Dann hat man auch den optimalen pH-Wert. Also das ist auch sehr gut, weil das ist jetzt auch nicht 8, 8,5, das wäre jetzt zu viel. Wir machen jetzt ein bisschen Mittel rein, dass wir den optimalen pH-Wert haben. Paul ist jetzt 2 Jahre dabei und verbringt man noch mehr Zeit und ich kann noch mehr von meiner Erfahrung weitergeben. Ja, und der hat natürlich drunter zu leiden, weil ich immer wieder am Meckern bin. Also es gibt kaum Sachen, die er richtig macht, klar. Aber da muss er jetzt erstmal durch. Ja. Nein, ich bin da ganz stolz drauf. Also macht er richtig gut und in der kurzen Zeit, ich ertappe mich dabei, dass er mich sehr positiv korrigiert. Ja, dann sagt, nee Papa, komm mal, das würde ich jetzt aber nicht einkaufen. Da fehlt das und das dran. Warum? Weil das kannst du nicht nachregulieren. Das andere schon. Sagt Paul, du hast recht. Und das finde ich gut. Also er hat da schon den Durchblick. So, jetzt sind wir fertig. Das ist gut so. Und wir gehen dann weiter auf. Okay. So unterschiedlich wie die Häuser sind auch die Kunden von Willi Heinemann. Sie kommen vorwiegend aus Deutschland. Doch Schweizer, Österreicher und Engländer gehören auch zu seinen Kunden. Also in Deutschland ist der Kunde nicht so, wie er hier ist. Hier sind die Deutschen viel relaxter, viel ruhiger, viel ausgeglichener. Das kann auch mit der Sonne zusammenhängen. Das kann auch mit der Erkenntnis sein, mein Gott, ich habe jetzt einfach mal Zeit, ich kann mich jetzt mal fallen lassen. Und man kennt ja diesen Ausdruck Manana. Es ist nicht damit gemeint, oh, komme ich heute nicht, komme ich morgen. Nein, das ist einfach richtig nicht auf, wir kriegen das hin. Wenn wir es heute nicht schaffen, machen wir das eben morgen. Kein großes Problem. Also man ist da viel relaxter und das finde ich auch sehr schön. Das nächste Haus liegt 25 Minuten entfernt. Hier gibt es keine Komplikationen mit dem Pool. Doch. Wir haben hier ein Problem mit dem Palmenrüssler, ja, bekannt hier auf der Insel. In Deutschland wahrscheinlich weniger, vergleichbar irgendwie mit dem Borkenkäfer, ja. Wenn die sich einmal in die Palme reinsetzen, wird es schon ein bisschen unangenehm und die müssen rechtzeitig entdeckt werden.